Mein Kopf und... Wo bin ich denn hier? Alter, das sind ja Tausende von Rosies und... die sind böse Leute. Die wollen mich angreifen. Kann mich denn niemand retten? Hallo? Hallo? Danny, hier drüben. Das sind ja Buffalo und Rosie. Leute, hier sind richtig viele... Ist das Rosies oder Mädchen? Ich weiß gerade gar nicht. Ich stecke voll in der Klemme. Was sollen wir machen? Wir müssen da zur Basis. Guck mal, da ist eine Tür. Oh, ja, das ist eine Jungsbasis, Leute. Aber wie machen wir das? Ich würde sagen, ihr geht schon mal vor und macht die Tür auf für mich. Okay. Okay, Leute. Lasst jetzt alle ein Like, damit wir das überleben. 3, 2, 1 und let's go! Nein, nein, schnell! Nein, die sind viel zu schnell! Mach die Tür zu! Wir machen wieder zu! Mach zu! Leute! Das war richtig knapp. Aber hier ist ein abgesperrtes Gebiet, wo wir eine Jungsbasis machen können, um uns gegen die Tausend... Was waren das? Waren Rosies, oder? Ich habe damit nichts zu tun. Naja, du wirst uns erstmal helfen, weil das wahrscheinlich da... Ich werde dir helfen. Doch, du wirst uns helfen. Ich werde dir helfen. Okay, gut. Weil das anscheinend dein Werk ist, dass die so böse sind. Und wir werden die alle besiegen mit unserer krassen Jungsbasis, die wir hier bauen werden. Also Leute, bleib bis zum Schluss dran. Und hier ist ein alter Soldat und, wir haben hier ein Haus. Okay, das Haus, Leute, das müssen wir upgraden. Und ich weiß auch schon wie, Buffalo. Wir können doch hier schon mal so einen Gesichtsscanner machen, oder? So, wir machen jetzt eine Tür mit einem Passwort. Und das Passwort ist 1234. Ich denke mal, die Rosies werden nicht so schlau sein, um auf dieses einfache Passwort zu kommen. Weiß ich nicht. Also, ich bin recht schlau. Vielleicht sind die Rosies hier... Ich weiß nicht, ob du so schlau bist. So, und jetzt können wir hier rein mit 1, 2, 3, 4. Du bleibst draußen. Okay, Leute. Ich würde sagen, wow, was macht dieser alte Soldat da? Hallo, alter Soldat. Hallo, was macht ihr hier? Das ist meine Jungsbasis. Tja, jetzt ist es unsere Jungsbasis. Wir müssen uns gegen die Mädchen da draußen verteidigen. Kannst du uns irgendwie helfen? Aber klar, macht mal Rechtsklick auf mich. Okay. Wow, Leute, dieser alte Knacker hier verkauft krasse Sachen gegen... Was sind das denn hier? Rainbow Gems. Okay. Leute, wir brauchen Rainbow Gems. Wo willst du denn hier Rainbow Gems herkriegen? Hast du mal gesehen, was hier ist? Nichts, ich weiß. Ihr müsst in der Erde graben. Das sind die versteckt. Ich brauch die. Okay, ja gut. Das machen wir gleich. Aber erstmal machen wir hier eine Laserwand. Und zwar, Leute, nehmt euch mal alle Obsidian. Und wir machen jetzt mal hier so einen Frame aus Obsidian. Das heißt, wir bauen jetzt erstmal zack, 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 zack. Und dazwischen kommen dann krasse Laser, Leute, die dann unsere Basis auf jeden Fall schützen werden, dass die ganzen Mädchen nicht reinkommen. So. Soll ich schon mal die Laser machen? Ja, mach schon mal die Laser, Buffalo. Und so. Oh, ich habe mich hier verbaut. Eieieiei. Wie das weit baust du? So hier ungefähr, ja. Und, wow. Oh nein, du hast dich falsch gebaut. Alles gut. Alles gut, so, perfekt. Und jetzt machen wir hier eine Säule, genau. Dann hier noch eine Säule. Perfekt. Okay, Buffalo, jetzt kommen die Laser. Da gehen wir hier drauf, zack. Und, wow, Alter. Schlau, Buffalo. So, zack. Gibt es einen Trick, das irgendwie schneller zu machen, Buffalo? Gar nicht, du musst es alles per Hand machen. Alles per Hand? Oh, okay, da müssen wir auf jeden Fall alle hier jetzt ran. Weißt du, wie das geht? Ich helfe dir. Mach du mal die Seite da hinten, ich mache hier die Seite. Zu dritt sollte das eigentlich schnell gehen, Leute. Aber das sieht schon mal richtig heftig aus. Also das sieht schon jetzt sehr sicher aus, aber das waren schon viele Mädchen. Deswegen müssen wir da auch mehr Sachen hier bauen, denn nur Laser werden da nicht reichen. Okay, das sieht schon richtig nice aus. Aber wisst ihr, was noch nicer ist? Kaktus drumherum. Und zwar, ja, Kaktus ist richtig stark. Wir machen jetzt hier einmal Sand. Das heißt, weil Kakteen wachsen ja nur auf Sand. Wir machen jetzt einmal hier World Edit Action, Leute. Und da markieren wir diese Stelle. Machen Slash Set Sand. Und dann haben wir hier perfekten Sand. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal hier. Bam.
Oh, es regnet. So, let's go. Und ich mache das dann bis hier. So, hier nochmal. Ey, wisst ihr was, Leute? Hm? Bei den ganzen Mädchen waren ja Kameras installiert. Hat zufällig jemand von euch einen Kameramonitor? Kein Problem. Hier, oh, bitteschön. Oh, vielleicht könnten wir schon mal jetzt die Mädchen beobachten, Leute, was die denn so treiben. Die machen gefährliche Sachen. Oh, ich hab die. Okay, noch chillen die. Das heißt, wir haben bestimmt noch so 7-8 Minuten Zeit, um das Sende zu bauen. Perfekt, Leute. Das ist schon mal gut. Und die Kakteen stehen schon mal. Ich mache hier auch mal weiter. Zack. Wow. Und dann so. Und dann so. Und dann so. Und dann so. Oh. Und das wird dann richtig heftig. Oha. So, zack. Zack. Oh, oh, da. Wie hoch sollen die? Sollen die ein hoch sein, dass man noch rüberspringen kann, oder? Ja, ein hoch reicht. Die sollen ja nur Schaden machen. So, dann haben wir es gleich. Perfekt. Okay. Als nächstes, Buffalo, ich habe eine richtig nice Idee. Hilfst du mir, ein großes XXL-Loch zu graben? Ein großes XXL-Loch? Ja, du musst ja so vorstellen, die werden ja gleich hier gleich das Tor stürmen und dann werden die hier drauf zurennen. Und dann wäre das doch voll nice, wenn wir hier ein XXL-Loch haben, wo die reinfallen. Ein paar. Dann mach das mal. So, so, slash, set air. Und dann machen wir erstmal hier richtig tief, Leute. Oh, ich bin jetzt nicht fast gefallen. Hilfe. Okay, so, und dann so. Oha, guck mal, Buffalo. Das ist gut. Okay, und jetzt? Ich glaube, da laufen die aber nicht rein. Doch, die Rosies sind nicht so schlau. Sorry. Doch, die sind schlau. Nee. Die laufen da nicht rein. Tut mir leid, Rosie, aber diese bösen Mädchenklone stammen anscheinend von dir ab. Deswegen können die gar nicht so schlau sein. Das geht gar nicht. Tut mir leid. So, und dann machen wir hier TNT. Markieren das. Haben wir hier TNT. Da drüber kommt dann Sand. Und jetzt kommen hier Druckplatten. Oh, das wird richtig krass. Die dürfen auf jeden Fall da drauf nicht, die dürfen die nicht berühren, Leute. Sobald man nämlich auf diese Druckplatte geht, fällt das TNT nach unten mit dem Sand. Und dann werden ein paar Leute, also ein paar Rosies, ins Nichts fallen. Ich glaube, das sind gar keine Rosies, Danny. Hast du mal gesehen, wie die aussehen? Die sind eins zu eins. Das sind einfach ganz normale Mädchen. Und meinst die sind böse. Okay, wieso sehen die so aus wie du? Keine Ahnung. Oh Mann, was ist denn, Buffalo? Rosie soll das mal demonstrieren, wie gleich die anderen Rosies hier runterfallen. Nein! Aber dann wird das doch, dann geht das doch hier kaputt, oder nicht? Nein, nein, das fällt ja runter. Oh, Rosie, komm mal her, demonstrier mal, wie deinesgleichen da gleich reinfallen werden. Ich möchte nicht. Mach einmal hier demonstrieren. Genau. Aber dann geht alles kaputt. Nein, es geht nichts kaputt. Nein, es geht nur eins. Es geht nicht kaputt. Komm jetzt. Es geht nur eins kaputt. Nein, nein. Beeil dich. Das ist ein Befehl von Dandy. Okay. Komm sofort hierher. Hier, guck, da geht's runter. Wo bist du? Warum sehe ich doch hier? Ah, warum ist denn Rosie unsichtbar bei mir? Eieiei. Ich bin unsichtbar. Die ist ganze Zeit hier gewesen. Ach so. Eieiei, aber du bist ja. Okay, das können wir nochmal jetzt reparieren. So, zack. Und. So funktioniert es. Perfekt. Okay. Das Loch ist schon mal fertig. Jetzt werden wir ein paar Minen platzieren. Die sind richtig krass. So, ich muss mal gucken, ob ich die jetzt hier finde. Da sind die Minen, Leute. Die verteilen wir so ein bisschen jetzt hier drumherum. Nicht allzu viele. So eins, zwei, schon viele. So, das sollte schon mal reichen, Leute. Da haben wir schon mal ein paar richtig nice Minen. Okay. Ich würde sagen, es ist jetzt an der Zeit, dass wir auch selber ein bisschen Ausrüstung bekommen, oder, Leute? Mhm. Okay, der alte Knacker da vorne, dieser alte Soldat, der verkauft für Rainbow Gems richtig krasse Laserwaffen und andere Sachen. Und er meinte, unter der Erde finden wir die. Wenn wir einfach mal in unserem Haus graben oder so? Buffalo, kannst du uns allen mal eine Spitzhacke geben? Und eine Schaufel? Okay. Oh, ich habe nur 3 Herzen hier. Wie komme ich jetzt hier drüber? Ich mache das mal kaputt. Wer fängt damit? Ich habe ein Problem, Leute. Kannst du mir einen OP-Goldapfel geben, Buffalo? Ein OP-Goldapfel? Natürlich kriegst du den. Okay. So, Herr. Oh, ich hoffe, ich komme da jetzt ran und nicht an die Laser. Buffalo. Okay, ich helfe dir. Alter, ich will ja. Da würde ich direkt draufgehen.
Okay, regenerieren und... Boah. Alright. Dann rein hier. So, ich denke mal, wenn wir hier runtergraben... ich weiß nicht, wie tief. Bofio, komm mal her, hilf uns mal. Einfach tiefer, einfach tiefer. Gerade tiefer. Ich graf hier runter. Oh, hier. Wow. Nein. Nein, du hast es kaputt gemacht. Egal, okay. Vielleicht finden wir noch andere. Ja, okay, nice, nice, nice. Okay, bam. Alright. Weiter geht's, Leute. Dann und hier ist noch eins. Boah, ich baue es ab. Und hier perfekt. Ist noch eins. Und noch eins. Und noch, Alter, wie viele? Ich will, oha, Alter. Da hinten warte, ist... Warte, wie viele will der alte Mann? Eins für ein Ding kriegen wir eine Waffe. Also eine Sache. So. Und jetzt so. Ich glaube, wir haben sieben. Ah, ich will schon noch ein bisschen mehr. Noch so drei. Hey, oh, okay. Hier ist noch eins. Drei wären richtig gut. So. Okay. Hier müssen noch viel mehr sein. Oh ja, Alter, wir haben schon 10, Leute. Oha. 10. 11. Hier ist noch eins. Oh, nein. Es hört ja gar nicht auf. Es gibt kein Ende. Okay. Da kriegen wir sicher richtig gute Ausrüstung. Ja, ich glaube. Okay, 13. Sollten eigentlich ausreichen, Leute. Was sagt ihr? 14 sogar. Eieiei. Okay, das sieht schon recht gut aus. Ich muss nur mal schauen, von wo wir... Ich glaube, wir sind von... Okay. Ich baue mir jetzt hier hoch und check mal die Lage bei diesem alten Soldaten, Leute. So. Okay. Und schnell hier rüber. Perfekt. Oh, man kann einfach dazwischen... Oh, perfekt. Okay, alter Soldat. Ich habe hier 14 Rainbow Jam. Mach mir ein gutes Angebot. Okay, eine Lasergun. Eine davon. Eine davon. Dann für jeden Munition. Was holst du uns, Dandy? Laser Rifle. Richtig krass, Leute. Das klingt stark. Laser. Und ich könnte noch für jeden... Okay, okay, jetzt wird's krass, Leute. Ich kann für jeden was holen. Und was holst du? So, ich zeige dir gleich. Okay. So, Rosie, komm mal her. Dreh ich mal um. Warte, Dandy. Mach das besser, mach das besser. Warum? Hey, was ist denn jetzt los? Ich hab eine Idee. Okay. Lass uns das automatisch machen. Oh ja. Okay, aber mit Rüstung, okay? Okay, komm mit. So. Okay. Yeah, wir machen einen automatischen Equipper, Leute, dass man wirklich nur da rangehen muss. Und dann ist das sogar zufällig, was man bekommt. Perfekt, dann habe ich das drin. Dann fehlt mir noch das. Soll ich das mal demonstrieren? Jeder kriegt schon mal seine Munition, falls mit der Munition ist dann zu viel. Okay, perfekt, Leute, weil gleich geht die Schlacht los. Ich glaube, die Mädels sind gleich schon auf dem Weg. Eieieiei. Okay, denn ich bin auch schon im Survival-Modus. Ich kann nicht mehr zurück in den Kreativ-Modus, Leute, denn jetzt beginnt gleich der Kampf. Okay. Wir probieren es jetzt aus. Okay, Leute. Und? Wow! Hast du bekommen? Oh, ich habe die Infiltrator. Ich hätte gerne die Laser. Ach, Mann. Okay, okay. Was bekomme ich? Oder bist du mal? Ich will. Okay, Rosie. Die kriegt safe die Laser, oder? Was hat sie? Oh, hier, die andere bekommen. Okay. Also, komm, Bufflo. Ich hab die Laser. Ich hab die Laser. Nein, ja. Bufflo, bitte komm, lass tauschen. Ach, na gut, Dandy. Hier, bitteschön. Korrekt. Ah, Dandy. Ah, lock dich schnell. Oh mein Gott, was? Ins Loch. Du musst ins Loch locken! Ja! Guck mal, es funktioniert! Perfekt! Oha, nein, der Passe kommt rüber! Ich fall gar nicht runter! Oha, ich esse schon mal meinen OP-Goldapfel, Leute! Oh ja, ich auch! Okay! Bleibt stehen! Okay, Leute, die... Oh, da fallen voll viele ins Loch, guck mal! Perfekt! Ja. Mann, sind die blöd, Rosie! Deine Klone können ja gar nichts! Das können nicht meine Klone sein! Das sind einfach Fake Rosies! Oha, Leute, der Kampf ist ja richtig krass. Hopp, du bleibst stehen. Oha, Leute, let's go. Die Jungs Base wird alles vernichten. Oh, warte. Welche ist die richtige, Rosie? Stimmt. Ich bin hier. Rosie, wo bist du?
Ich habe Rüstung an, ihr seht mich. Ah, stimmt. Komm doch, hilf uns doch, du Verräterin. Ich schieß doch von hier hin. Oder bist du auf der Seite der Mädchen? Nein, zufällig nicht. Okay. Auf eurer Seite. Waren das alle Leute? Hat unsere Base stand gehalten? Oh, hier sind noch... Hier sind ja noch richtig viele. Okay, Leute. Oh mein Gott, sind das viele. Okay, Mann, sind die blöd. Oha, Rosie, tut mir leid, aber die haben ja wirklich nichts drauf. Hey, ich meine, ja, du hast schon recht, die sind nicht so stark. Okay, Leute. Ah! Die hauen mich. Ey, greift mich nicht an, ich bin euer Freund. Ich glaube nicht, dass die... Ah. Oh, schnell in das Loch, Leute. Komm mit. Oh, die sind richtig stark. Oh. Ja, wobei unsere Rüstung ist schon OP. So, ist hier irgendwo eine Mine, wo ich die locken kann, Leute? Ja. Ich habe die in eine Mine gelockt. Ich lock die jetzt in die Basis. Komm zum Loch, komm zum Loch. So, kommt! Ich will mal unsere Basis testen. Die Jungsbasis. Wie stark ist sie wirklich? Okay. Alright. Und? Oh, warte, hier ist eine Lücke in den Kakteen. Oh, guckt euch das mal an, Leute. Die Kakteen, die kommen ja nicht mal zum Laser. Oha. So, zack, 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 zack. Und wir haben es gleich, glaube ich. Perfekt. Ich glaube, das war die letzte. Oder? Haben wir es geschafft? Guck mal, die machen einen Rückzug. Ja, die ziehen sich zurück. Wir haben unsere Festung richtig gut verteidigt. Okay, Leute. Wenn euch das gefallen hat und ihr mehr von sowas sehen wollt, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss. Tschüss.